die hat die Woche für ein paar Tage an den Bodensee verschlungen beruflich. Und hat mir natürlich das Mountainbike mitgenommen. Und möchte jetzt eine Feierabendtour auf dem Fender fahren. Jetzt war ich gerade schnell in Lindau und habe ein bisschen Sightseeing im Hafen gemacht. Und fahre jetzt auf dem Radweg nach Bregenz. Und von da aus auf dem Fender. Das sollen so um die 800 Höhenmeter werden. Da geht's auf. Also Bregenz habe ich jetzt schon eine Zeit lang hinter mir lassen. Seitdem geht es stetig und teilweise sehr steil. Abwechselnd auf Teer, dann wieder mal auf Schotterberg auf. Also es lässt sich ganz schön hart erkämpfen. Huiuiui. Langsam aber sicher entschädigt die Aussicht für die Plackerei. Wieder geht's. Das ging ja fix von Lindau Hafen bis zur Fenderbahn, nicht um 1,5 Stunden. Kurz ein paar Schnaufpause am Fender, geht es jetzt weiter zum Hochberg. Ischi. Also das Stückel zum Hochberg immer war jetzt halt recht abwechslungsreich nach vorne. Jetzt ist es zwar wieder ein bisschen her, aber vielleicht können wir dann wieder was anderes. Grüß dich! Ist zwar etwas unscheinbar, der Gipfel des Hochbergs, aber er ist sogar ein paar Meter her wie der Pfänder. Ja, jetzt aber nichts mehr zurück zum Auto, ich mach's mir dunkel.
Inzwischen ist schon fast dunkel. Ich habe mich noch ein bisschen verfahren und bin aber jetzt auf die letzten Kilometer zurück nach Lindau. Fazit zu der Tour, also wegetechnisch ist nicht sehr spannend, also eigentlich zu 99% Schotterwege und Straßen. Einzig vom Hochberg aber ist ein kurzer Stück, ein schöner Single Trail, aber wirklich nur ein paar hundert Meter. Aber die Aussicht vom Fender und auch vom Hochberg ist auf jeden Fall die Schotterei da aufgewehrt. Denn konditionell sind es 850 sehr harte Höhenmeter. Also ist schon sehr steil. Aber trotzdem, schön war es. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe und die Abendstimmung war auch super. Also, Servus!